Ja, hallihallöchen und herzlich willkommen, meine Freunde. Hier zurück bei Serhanda Charity Hunting oder Hunting Charity. Ja, ich begebe mich heute wieder mal Richtung mein Bärenfass. Oh, jetzt habe ich gar nicht geschaut, wie viel Prozent ich habe. Aber macht nichts, ich muss auf alle Fälle Inventar was mitnehmen. Und zwar das Fass wieder auffüllen, denn wir haben ja letztes Mal beim. Beim Livestream, halt, wo ist es? Das Hallo, da. Beim Livestream, meinem Zweijährigen, haben wir ja da gedreht. So, kriege ich das rein? Nein, das ist zu groß, zu viel. Was brauchen wir eigentlich? Die 108er lassen wir, die 308er lassen wir auch mal drin. Nehmen wir das jetzt erstmal raus hier, nur damit ich erstmal das Futter reinkrieg. Jawohl, dann tun wir das 18 raus und dann hauen wir die Camping Supplies wieder rein. Genau, Munition haben wir jede Menge, das reicht. Reposten haben wir für Fuchs und für fürs Reh. Mal schauen, kriege ich jetzt eventuell da noch was rein? Nein. Ach, da haben wir ja noch zwei. Zwei und für die 308er haben wir nur. Das passt. Okay, gut. So. Also es läuft wie folgt, wie immer. Ich bin wieder im Multiplayer unterwegs. Das heißt, wir kriegen ein CSS. Und der CSS wird dann pro 10 Punkte geht 1 Cent in die Deutsche Kinderkrebsstiftung. Gut. Und dann bin ich auch schon unterwegs und ich melde mich dann wieder, wenn ich etwas vor die Flinte bekomme. Bis nachher. So, meine Freunde, und da bin ich auch schon. Und da haben wir unseren ersten Bären. Ich warte bis auf die Sichtung. 170 bis 130, bis 330 Kilo ist weiblich. Aber was haben wir da drüben noch? Läuft da auch irgendwas? Nö. So, dann werden wir mal schauen, ob wir den kriegen. Da liegt da. Oder sie. Gut, ich gehe dorthin und schau nach. Und wenn ich dran bin, hole ich euch zurück. Bis gleich. So, da steht der Bär vor uns. Oder da liegt er, schwimmt er. Oder schwimmt sie. So, da bin ich ja mal gespannt, was wir da haben. 54,4 CSS, 21er Score, für Weibchen recht groß. Trophäenwert 100, aus 106 Meter in den Körper, rechte Lunge, linke Lunge, 249,4 Kilo weiblich, Erhaltungszustand 100%. Und dann schauen wir gleich, den lassen wir natürlich schwimmen, oder sie lassen wir schwimmen. So, dann mal hier, klick, und annehmen. Auf Facebook könnt ihr euch natürlich das Ganze nochmal anschauen. Gut, und schon geht's weiter, und wenn sich wieder was tut, dann seid ihr wieder mit dabei. Bis gleich. So, und da bin ich auch schon wieder. Und da oben haben wir einen Borg zwischen 25 und 35 Kilo schwer. Den werden wir natürlich holen. Ich muss mir jetzt bloß noch schnell mich hinlegen, weil der ist doch recht weit weg, über 100 Meter. Ja, jetzt hat er gecrawlt. Oder Weibchen hat gecrawlt. Ich will aber den Bock haben. Der schaut nämlich nicht schlecht aus. Und da liegt er. Jawohl. Oh, Level 5 erreicht. Na schön, cool. So, jetzt schauen wir mal. Ja, jetzt rennen sie alle weg. Da war bestimmt kein Bock mehr dabei. Das ist so viel, ich vorher gesehen habe, waren das lauter Weibchen. Naja, egal. Wir holen uns jetzt den Bock. So, dann schauen wir mal, was der hat. Da vorne liegt er. Wo ist er? Wo ist er? Wo ist er? Da ist er. Dann bin ich ja jetzt mal gespannt. So sieht er ja schon recht groß aus.
So, ja doch, der schaut schon cool aus. Mal schauen. 163,162, CSS 750,6, O-Trophäen wert nur 9,3. Wow. Treffer war Körper, linke Lunge, Herz, rechte Lunge. Also voller Durchschuss, 720,8 Kilo. Gut, das ist der Bursche, der Rehbock. Und wir sehen uns dann beim nächsten. Bis gleich. So Leute, da bin ich schon wieder und da drüben haben wir einen Bär. Alter! Der wollte mich angreifen. Huh! Da unten rennt er. Aufstellen. Stehen und schauen. Wo ist er? Da drüben rennt er weg. Hallo? Ja, jetzt reiß aber langsam. Hä, ja, mein Freund? Ja, boah, der wollte mich angreifen. Habt ihr das gesehen? Müssen wir mal schauen. Hier ist Blut. Ach, da habe ich ihn ja schon mit Lunge, Herz getroffen. Also weit kommt er nicht. Da müssen wir dann noch das Bärenfass auffüllen. Ach, da liegt er. Das war ein anderer, wo ich erwischt habe. Ein zweiter. Wow. Na, also, das ist ja cool. Was haben wir da? 67,8, 22,992. Männlich, 314 Kilo, 22,7 Meter Körper, Schulterblatt, rechte Lunge. Das ist Nummer 1. Das heißt, ich habe noch einen zweiten erwischt. Den müssen wir natürlich noch suchen gehen. So, das heißt, da unten muss dann irgendwo die Spur sein. Da müssen wir jetzt gucken. Ich habe gedacht, das war der, weil von der Fellfarbe war er, der hatte die gleiche gehabt. So, das ist nicht. Oder war er das vielleicht? Mal gucken. Grabend. Müssen wir jetzt natürlich schauen, ob wir den überhaupt getroffen haben. Das ist er nicht. Das ist ein Hirsch. Flüchtend. Okay, dann dürfte das die Spur sein, glaube ich. Flüchtend Körpertreffer, okay. Da habe ich ja nochmal nachgeschossen. Vielleicht haben wir ja Glück gehabt und gut getroffen. Das ist aber von der anderen Seite, da kommt er ziehend. Das müsste die flüchtende Spur sein. Jawohl. Dann schauen wir mal. Das ist ein anderer. Also man sieht, das Bärenfass hier steht, glaube ich, an der richtigen Stelle. Es ist nur die Frage, wie weit ist es der geflüchtet? Bisschen langsamer hier. Irgendwo muss sie nämlich sein. Da ist die nächste Spur. Ich dachte noch, dass das der ist. Dabei war es ein zweiter. Das ist natürlich auch super. Hey, komm hoch hier. Na, wo ist er denn? Jetzt machen wir folgendes. Ah, da unten geht's. Da unten ist die nächste Spur. Okay. Flüchtend. Da geht's weiter. Da hoch. Also das sind viele, viele Bärenspuren.
Jetzt passt auf, ich hole euch dazu, wenn ich ihn gefunden habe. Ich suche ihn jetzt erstmal. Bis gleich. So, da bin ich wieder. Ich habe ihn noch nicht gefunden, aber ich musste nochmal zurückrennen und schaut euch mal die atemberaubende Aussicht an. Ist das nicht geil? Ja, also ich folge dem immer noch. Der treibt mich ganz schön hoch an die Berge. Mal schauen, ob wir den noch finden irgendwo. Ich hoffe es. Da geht er wieder runter. Da sehen wir jetzt auch unser Bärenfass. Mal schauen, ob sich da noch irgendwas tut da unten. Nee, im Moment nicht. Müssen wir nachher noch auffüllen. Aber jetzt heißt es erstmal den jungen Bären hier finden. Man weiß halt nie, wo der hinrennt. Sieht's ja, der treibt mich kreuz und quer durch die Map. Ja, die Aussicht ist doch atemberaubend schön, hey. So krass. Nein, das ist nicht die Spur, das ist ja auch nicht. Da unten haben wir eine, folgende. Eieiei, Leute, Leute, Leute. Da schwärmst du davon. Ja, die Frage ist, wo ist der getroffen worden? Körper heißt natürlich Pech haben. Dass wir ewig lang hinterher rennen müssen. Ich dachte wirklich, das ist der, den ich angeschossen habe. Weil von der Fellfarbe her war er genauso. Und das ist halt doof, wenn wir jetzt den nicht finden würden. Naja, ich hole euch auf alle Fälle zurück, wenn ich mehr weiß. Bis gleich. So, da bin ich wieder. Also bis jetzt gefunden habe ich ihn nicht. Wir machen das jetzt so, da ja wir schon die Viertelstunde, glaube ich, fast zusammen haben. Machen wir das jetzt so, wir füllen jetzt das. Was ist das? Ach, jetzt habe ich die Spur abgegeben. Mann, bin ich ein Idiot. Weiblich. Naja, egal. Also, da wir ja jetzt fast unser Pensum schon voll haben, machen wir folgendermaßen. Wir füllen jetzt hier noch den. Was ist das für einer? Hey, komm. Na? Krieg ich dich jetzt noch? Irgendwie wieder nicht. Naja, füllen wir das Fass jetzt gleich noch auf. Und dann schmeiße ich für den Fehlschuss einfach 10 Cent so dazu. Gut, der wird jetzt kein Score von 100 gehabt haben, aber dennoch. Dann passt das schon. So, jetzt da tun wir hier mal noch was auffüllen. Das Fass. Und beim nächsten Mal, das sind lauter Bärenspuren, das ist so krass, also habe ich wirklich eine gute Stelle rausgefunden. So, Futterstelle auffüllen. So, und dann schauen wir mal nochmal hier im Umkreis, ob wir noch irgendwas sehen. Also da schaut euch das an. Das ist schon krass. Nur Bärenspuren. Also ich möchte da drüben auf alle Fälle möchte ich noch ein Dreibein aufstellen. Hier ungefähr. Ich zeig's euch. Hier zwischendrin. Weil es sind dann knapp ja, so 80 Meter weg. Und dann kann man sich da auch mal ansitztechnisch drauf. Oder einen Baumsitz. Genau, Baumsitz gibt man da an die Bäume hinmachen. Und dann kann man schön schauen, was hier passiert. Denn ich denke, das wird genauso gut funktionieren wie auf Hemmendal. Ja, einfach mal probieren. Gut, leider habe ich den nicht getroffen oder nicht gefunden. Ja, das war das Problem, weil ich nicht aufgepasst habe. Ich dachte, das ist der eine, der was schon wegläuft. Und dann habe ich da nicht so hundertprozentig aufgepasst.
Aber naja, ist ja egal, haben trotzdem etwas. So, jetzt schauen wir mal, wie viel wir haben. Ich sehe nämlich jetzt hier nirgends mehr was rumrennen. Nee. Alles still und leise. Hirsch hat man das mal keinen. Hab zwar weibliche Hirsche gesehen, aber naja. Man muss ja nicht immer einen Hirschen haben. Dafür haben wir einen Bären. Was haben wir da? Hirschdame. Genau. Ne, ist ein männlicher, aber kleiner. Ah, der ist ja klein. 70 bis 160. Ne, den schießen wir nicht. So, der darf weiterleben bis zum nächsten Mal. Der ist ja vielleicht größer. Gut, dann schauen wir mal, was haben wir? 179,74. Das Chor, das heißt, ich muss noch meine Liste holen. Das heißt, wir haben jetzt 17,9 Cent, runden wir auf 18, plus die Straf 10 Cent sind 28 Cent. Dann schauen wir die, schmeißen wir die gleich mal rein hier. Dann, so. Die Dingkiste wird langsam immer voller. Und heute haben wir datumstechnisch der 14. Okay, dann haben wir jetzt, was haben wir gesagt? 18 und 10 sind 28. In diesem Monat auch schon, wenn man jetzt schaut, 20, 30, 31, 51, 59, 79, 86 Cent. Ja, ist doch cool. Kommt schon einiges zusammen. Es läuft ja genauso lange wie ETS-Projekt. Außer natürlich, es wird vorher, ja, Zahlen nicht mehr geben. Aber so weit wollen wir nicht gehen. Gut, ja, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüssi.